Kapitel 9. Erbin einer anderen Welt. Ein Blitz erhellte den Himmel, als Sol durch den Wald sprintete. Die hier noch zumindest stellenweise vorhandenen Baumkronen schützten wenig vor dem Regen. In diesem Sturm müsste er irgendwie die Spur behalten. Aber wohin sollte Funkenherz auch fliehen? Sie kannte diesen Ort doch selber nicht. Ein neuer Blitz schlug ein, im selben Moment, in dem der Donner des vorigen folgte und erhellte die Umgebung. Durch diesen wurde die Welt erhellt und vor sich zwischen den Bäumen erkannte Sol einen Hügel. Ein seltener Ort der Abwechslung zwischen so viel Gleichem. Ein möglicher Fluchtort. Und genau so sollte es auch sein. Bereits aus der Ferne erblickte Sol durch Regen und Blitze eine Gestalt am oberen Ende des Hügels. Von dort aus konnte man den ganzen Wald überblicken. Oder eher, was vom Wald verblieb. Auf dieser Seite der Erhöhung war es nur ein kleiner Hügel. Auf der anderen jedoch folgte direkt ein steiler Abfall, eine Klippe. Und an dieser stand Funkenherz und blickte starr nach unten. Zunächst entschied sich Sol, sich eher vorsichtig anzunähern. Er verstand immer noch nicht, was genau mit Funkenherz los war und wusste nicht, wie sie wohl reagieren würde, wenn er wieder auftauchte. Das Luxio hingegen schien gar nicht zu bemerken, dass der Anführer ihrer Gruppe ihr tatsächlich gefolgt war. Stattdessen starrte sie weiterhin bloß auf den Grund. Auch wenn Sol diese nicht sah, strömten Tränen über ihr Gesicht, doch der Regen mischte sich zu ihnen und machte sie somit unsichtbar. Das war nicht, was er mir versprochen hat. Das war es nicht. Was wer dir versprochen hat? Nun schoss das Luxio herum und erblickte Sol, welcher von ihren Worten schlicht verwirrt gewesen war. Geh weg! Geh! Nein! Bitte Sol, ich bitte dich. Für uns beide. Geh! Geh und blick nicht mehr zurück. Ich habe Nein gesagt. Ich will dir helfen, Funkenherz. So wie du mir geholfen hast. Ich hätte es aber nie tun dürfen. Bitte, erklär mir doch bitte, was genau los ist. Ich gebe nicht mehr nach. Wieder schlug ein Blitz ein. Dieses Mal jedoch direkt vor Sol im Grund. Woraufhin dieser zurückschreckte. Ich hatte es nie so gewollt. Ich hatte gedacht, die Dinge würden anders werden. Er hatte gesagt, sie würden es. Ich habe ihm geglaubt und wo hat es mich hingeführt? Hierher. Wer ist denn jetzt dieser Er? Omegon natürlich. Wer sonst? Omegon, aber... Erneut ein Blitzschlag. Erneut am selbigen Ort. Ich hätte dir nichts erzählen dürfen. Ich wollte diesen Kampf so gerne aus dem Weg gehen, aber... Es hat wohl alles nicht sein sollen. Ein Kampf? Nein, wir müssen auch nicht kämpfen, Funkenherz. Wir sind ein Team. Nein. Nein, das sind wir nicht. Und das waren wir auch nie. Ich musste es euch nur glauben lassen. Da Omegon eine Spionin haben wollte. Ich wollte all das hier nicht. Es tut mir leid. Nach diesen letzten Worten erschienen farbige Kugeln um Funkenherz. Gelb, rot und blau. Drei der Emotionen. Und nach kurzem roten Leuchten griff das Luxio an. Take me away, to a much better place. Yeah, we could run away. Egal wie perplex Sol auch war, er verstand genug, um dem Angriff auszuweichen und selber seine erlernten Emotionen zu nutzen. Auch für ihn waren es nicht alle Emotionen, denn den Hass beherrschte er wirklich kaum. Nicht einmal die Kugel funktionierte derzeit. Dafür hatte er die Liebe, welche Funkenherz zu fehlen schien, genau wie die Hoffnung. Und gerade ersteres würde auch eine gute Waffe werden. Denn eigentlich wollte Sol gar nicht angreifen.
Er wollte mehr wissen. Also, hast du für Omegon gearbeitet? Du hast wirklich an mich geglaubt, nicht? Aber denkst du wirklich, dass einige Worte und Wochen mein ganzes Weltbild ändern konnten? Nein. Omegon hat mir von eurer kommenden Ankunft berichtet. Und das wisst ihr. Aber ihr wusstet nicht, dass er mich dabei bat, euch zu begleiten. Er wollte ein Pokémon in eure Reihen einschleusen. Ein Pokémon, dem ihr vielleicht vertrauen könnt. Ein Pokémon, welches euer Vertrauen gewinnt, um den Bruch als mächtigste Waffe zu haben. Sollte es nötig werden und... Natürlich habe ich mich bereit erklärt. Was er mir versprach, waren einige Wochen in den Reihen einiger seltsamer Fremder durch andere Welten. Du weißt, wir müssen nicht kämpfen. Ich bin ein Krieger, für Jahre ausgebildet. Und gewillt, das hier mit Worten zu lösen. Unterschätz mich nicht! Hast du vergessen, wer ich bin? Ich bin die Tochter von Shinux und von Bulbi. Die Nachfahren Darkrais. Ich habe ihre Stärke. Nur ohne ihre Ehre. Wie um sich zu beweisen, schoss auf einmal ein ganzer Wall an Blitzen und Hieben auf Sol los. Welcher zwar durchaus in der Lage war, auszuweichen, aber nicht alle. Gleichermaßen fühlte er sich gezwungen, nun doch zurückzuschlagen und wenn es nur war, um Luft zu gewinnen. Was das Vulcano jedoch kaum tat, da Funkenherz den Feuerstoß scheinbar nicht einmal wahrnehmen musste, bevor sie schon auswich. Der strömende Regen half aber auch wirklich nicht. Aber wenn Omegon will, dass wir scheitern, weshalb begleitest du uns dann und hilfst uns so viel? Du warst für unsere Reise unverzichtbar. Ohne dich wären wir schon lange gescheitert. Nur deinetwegen sind wir überhaupt hier heute. Dass ich auf Omegons Seite stehe, heißt noch lange nicht, dass ich gar kein Gewissen übrig habe. Er wollte mich in eure Reihen, damit ich euch verrate, sollte es zum großen Kampf am Ende kommen. Aber deswegen wollte ich euch doch nie Schlechtes. Zumal ich ja auch selber mitgereist bin. Und ich möchte doch selber nicht scheitern. Und ich will doch auch nicht euer Scheitern. Wenn wir einfach nur zu langsam gewesen wären. Dann hör auf zu kämpfen. Es ist zu spät. Blaues Licht umgab Funkenherz, die Emotion der Trauer. Weshalb genau sie dies tat, verstand Sol nicht. Immerhin griff er selber kaum bis gar nicht an, weshalb also Defensive? Aber immerhin gab es ihm die Gelegenheit, die Liebe zu nutzen. Wobei dies leider nicht gut funktionierte, das Vulcano fühlte sich nach dem Einsatz der Emotion kaum munterer. Und Funkenherz wechselte wieder zu rotem Glanz. Es war schon zu spät, bevor wir aufgebrochen sind. Es war zu spät, als ich Omegon ein Versprechen gab. Also kämpf! Kämpf mit der Kraft, die du wirklich hast, Sol! Zunächst wollte sich das Vulcano weigern. Er wollte Funkenherz wirklich nicht verletzen. Aber hatte er überhaupt noch eine Wahl? Sie würde scheinbar nicht aufhören zu kämpfen. Und ewig konnte er so nicht durchhalten. Also war es wohl wirklich an der Zeit. In ihrer Stärkung durch den Hass schoss Funkenherz einen massiven Blitz ab, welcher Sol mit voller Kraft traf. Der Angriff schmerzte sehr und keine Trauer hatte geholfen, ihn zu schwächen. Aber es war der Plan gewesen, denn sofort folgte ein Gegenschlag, selber vom Hass gestärkt. Und sichtlich war Funkenherz nicht bereit dafür gewesen, dass Sol sich mit einer derart starken Technik wahrlich zur Wehr setzen würde. Denn ausweichen konnte sie nicht, nicht mal ihre eigene Hassemotion konnte sie ablegen. Und hierdurch verringerte sie ihre eigene Defensivkraft. Das Luxio wurde so weit nach hinten geschleudert, dass Sol sich kurz sorgte, dass sie von der Klippe stürzen würde. Jedoch krallte Funkenherz sich in das Gras zu ihren Füßen, als sich das Cliff näherte. Ja! Kämpf, Sol! Zeig mir, wie ein Held kämpft! Ein wahrer Held! Grünes Licht umgab das Luxio, wenn auch nur schwach, als sie mit hoher Geschwindigkeit, wenn auch etwas stolpernd, wieder weg vom Cliff schoss. Gleichzeitig ließ sie einen lauten Brüller los, welcher auch Sol noch weiterhin fortdrückte.
Funkenherz hatte sichtlich wenig Lust, das Cliff in diesem Kampf von größerer Bedeutung sein zu lassen. Stattdessen umgab sie eine eigenartige Energie. Zoll erkannte sie genau. Seine Mutter hatte ihm diese Technik schon einmal gezeigt. Lichtschild. Der beste Konter hiergegen war simpel. Direkte Angriffe. Da der Regen Feuerangriffen wahrlich nicht half und Donnerzahn wohl kaum relevant gegen ein Luxio wäre, sollte also Knirscher die Waffe der Wahl sein. Allerdings kam mit der Pflicht des Nahkampfes auch ein Zwang, erst einmal nahe zu kommen. Und gegen eine Nutzerin der Hoffnungsemotion. Nun, zumindest auf dem Papier war Funkenherz das. Allerdings nutzte sie die Emotion nicht, sondern begab sich selber in den Nahkampf. Aber warum? Im Fernkampf war sie so oder so deutlich stärker. Im Sturm noch einmal mehr im Vergleich zu Zoll. Und Lichtschild würde dies nur noch weiter bestärken. Und all dies nutzte sie nicht. Um stattdessen Funkensprung im Nahkampf zu nutzen. Nicht nur das. Anstelle der Freude oder der Hoffnung nutzte Funkenherz wieder Hass. Ja, sie teilte im Nahkampf selber mehr aus, aber sie traf schlicht und ergreifend nicht oft genug. Stattdessen nahm sie nur mehr und mehr Schaden. Auch so viel mehr, als sie es müsste. Und nicht einmal Liebe nutzte sie. Der Kampf war für Zoll beinahe zu simpel. Zu simpel. Funkenherz, was soll das hier alles? Du bestehst darauf zu kämpfen. Dabei kämpfst du nicht mit aller Kraft. Nicht im Ansatz. Ich merke das. Bitte, wenn du nicht kämpfen willst, dann lass es doch. Ich möchte auch nicht kämpfen. Es ist zu spät. Ich habe es dir erklärt. Ich habe mich entschieden, unter Omegon zu kämpfen. Und ihr alle. Ihr seid seine Feinde. Warum kämpfst du da nicht? Ich kämpfe doch. Das heißt nur nicht, dass ich gewinnen will. Jetzt kämpf endlich! Nein, Funkenherz! Was zur Hölle ist los mit dir? Die plötzlich rauen Worte des Fukano ließen Funkenherz aufschrecken. Ich hab dir doch gesagt, was los ist. Du hast mir gesagt, dass du uns für Omegon begleitet hast, weil er wollte, dass jemand von uns von innen verraten kann, wenn es zum Kampf kommt. Was du mir aber noch nicht gesagt hast, wenn das der Fall ist, warum verrätst du mir das alles? Das widerspricht doch dem ganzen Plan, oder nicht? Weil... Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann es nicht mehr, soll ich... Habe diese Reise begonnen im Gedanken, die größte Herausforderung würde werden, nicht wahnsinnig in eurer Umgebung zu werden. Das war es, was mir Omegon angedeutet hat. Ich war nicht bereit dafür, euch näher zu kommen. Nicht bereit dafür, euch als Pokémon kennenzulernen. Und war nicht bereit dafür, alles zu sehen. Diese Welt. Wie lange soll ich noch so weitermachen, als wäre alles gut? Wie lange soll ich Omega noch glauben, wenn ich das hier sehe? Wie soll ich für das stehen, was ich versprochen habe? Funkenherz, es gibt eine Sache, die ich nicht wirklich verstehen kann. Also bitte erkläre mir. Wenn du Omega nicht glaubst, warum glaubst du dann, für ihn kämpfen zu müssen? Was soll ich denn sonst tun? Ich habe ihm mein Wort gegeben und was soll ich sonst machen? Den Pokémon folgen, die ich für Wochen schon verraten habe. Jedes Pokémon entscheidet selber, was es werden will. Du kannst werden, was du willst. Und ich hatte die Wahl. Ich hätte das Richtige tun können. Ich habe ja sogar Darkreis-Blut in meinen Adern. Aber nein. Ich habe es geschafft, trotz meiner Wurzeln die falsche Entscheidung zu treffen. Darkreis nicht nachtragend, sagtest du. Und er spricht davon, dass ich Teil einer Hoffnung wäre. Sag mir, wie soll ich ihm unter die Augen treten, ihm ins Gesicht sagen, dass ich mich wieder gegen ihn gestellt habe und das, obwohl ich dieses Mal sogar an sein Recht glaube. Was mir bleibt, ist zu kämpfen, wofür ich mich selber entschieden habe.
Das ist komplette Scheiße, Funkenherz. Zoll verstand gar nicht, warum Funkenherz so überrascht von dieser Reaktion wirkte. Denkst du wirklich, dass sich alles einfach so ändern kann? Ich hatte mir fast schon Sorgen gemacht, weil du damals drei Dahergelaufenen so schnell vertraut hast. Und jetzt macht es endlich mal Sinn. Und ansonsten, du willst wissen, wie du Darkrai gegenübertreten sollst? Ganz einfach, indem du ihm sagst, was du mir gerade gesagt hast. Dass du für Omegon losgereist bist, aber nun siehst, wer wirklich im Recht ist. Aber ich habe Omegon doch mein Wort gegeben und... Und was? Omegon selber würde niemals sein Wort brechen, aber... Das zwingt dich doch nicht dazu. Niemand kann dich dazu zwingen, Omegon weiterhin zu folgen. Aber... Und du glaubst wirklich, dass der Rest des Teams mich überhaupt noch haben will? Wenn du ihnen erklärst, was geschehen ist, wenn du ehrlich zu ihnen bist, dann bestimmt. Und ich kann dir dabei helfen. Zoll streckte versöhnlich seine Pfote aus. Wenn du mich endlich helfen lässt. Denn etwas anderes wollte ich nie. Für einen Moment blickte Funkenherz etwas neben sich auf die Pfote und dann mit schwachem Lächeln und Tränen in den Augen wieder auf und griff Zolls Pfote. Dann lass uns zurückgehen. Zusammen.